Heute bist du da zur zweiten PHP-Behandlung und du warst recht zufrieden. Du hattest mir gesagt, dass die Haare ziemlich gewachsen sind anschließend. Das ist richtig. Dadurch, dass sie sehr kurz waren und diese Transplantation relativ frisch war, habe ich das ganz gut wahrnehmen können, dass sie direkt, also wirklich am nächsten Tag schon jetzt nicht sofort da waren, aber die sind halt wirklich schon so rausgesprießt. Das war wirklich deutlich erkennbar und deswegen lasse ich das jetzt weiterhin machen. Die Haartransplantation ist wie lange her? Jetzt 8 Wochen. 8 Wochen. Genau, und es ist ja normal, dass die dann nochmal ausfallen an dieser Stelle. Und generell sind aber auch nicht nur an dieser Stelle, sondern auch hier in dem normalen Haarbereich, wo ja Haare auch noch waren, die Wurzeln deutlich stabiler geworden und das kannst du wirklich richtig fühlen auch. Ja, und das stimmt. Das finde ich mega angenehm und die beste Investition ist immer die in sich selbst. Die Kopfhaut habe ich vorher ja schon betäubt mit Mikain. War das unangenehm? Nö. Ja, nicht unangenehm, es ist halt ungewohnt, ne? Und klar, wenn, sag ich mal, irgendwas betäubt wird oder so, muss natürlich das mit einer Nadel gemacht werden, das ist minimal unangenehm, aber das ist jetzt auch nicht wirklich wild, so Leuten, die ein bisschen Spritzenphobie haben, da die Angst zu nehmen, das ist nicht wirklich der Rede wert. Gut, also genau. Jetzt fange ich an. Ihr habt so Bälle, da könnt ihr drücken, also alles easy. Ne? Ich fange jetzt an mit der Schatten. Gut, jetzt gebe ich auch kleine Punkte mit dem PHP. Genau, so, das merkst du zum Beispiel überhaupt nicht. Also die Betäubung hat sehr, sehr gut angeschlagen und es ist wirklich so, dass du es halt gar nicht merkst. Und auch danach, ne? Ich meine, ich tue ja später auch noch arbeiten, also du bist danach auch trotzdem komplett alltagsfähig und du kannst es ganz geschickt mal so eine Mittagspause reinpacken. Du musst ja nicht irgendwie jetzt Urlaub nehmen oder planen oder machen und tun. Genau, insgesamt nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit. Das reicht doch, ja. Brauchen circa 10 Minuten für die Vorbereitung des PHPs. Und alles ist verschmiert. Jetzt haben wir die 4 Röhrchen PHP, haben wir verarbeitet und wie man sieht, es blutet nicht mal. Hier mache ich dich noch ein bisschen sauber. Du musst auf nichts achten. Du weißt natürlich, die Kopfhaut ist sehr empfindlich für Sonnenlicht. Aktuell noch vorsichtig sein, Käppi tragen, am besten das direkte Sonnenlicht meiden. Mhm. Gut. Das kriege ich hin. In Ordnung.